Im letzten Video erlebten wir drei unvergessliche Tage mit Oliver im Bartantal. Es war alles, was das Abenteuerherz begehrt dabei. Wunderbare Landschaften, zahlreiche Wasserdurchfahrten, interessante Gespräche mit den Einheimischen. Dieses Abenteuer war einfach nur fantastisch. Wenn ihr es verpasst habt, schaut euch unbedingt unsere Bartan-Video an. In diesem Video werden wir von der Ausfahrt des Bartang-Tals auf dem Pamir Highway über den Akbaital-Pass nach Mogab fahren und dann einen Abstecher zum Bolungkul-See machen. Dann fahren wir weiter auf dem Pamir Highway bis nach Korog an die afghanische Grenze. Wenn ihr gerne solche Motorradreisevideos seht, freuen wir uns über ein Abo. Nach unserer kurzen Verschnaufpause auf dem ersten Asphalt geht es auch schon wieder los. Kaum auf dem Highway angekommen, treffen wir schon wieder andere Motorradfahrer. Im Bartangtal haben wir keine einzigen Motorradfahrer getroffen. Мы были там, Бартанг. Не были уж. Не были уж. Не, мы поедем позже и все. И уже Казахстан и Челябинск. Die zwei Russen warnen uns, es liegt ziemlich viel Wellblech vor uns. Und so war es auch. Wir wurden kräftig durchgeschüttelt und durchgerüttelt. Eigentlich waren wir schon ziemlich erschöpft, aber wir mussten uns keine Sorgen machen, dass wir einschlafen. Außerdem waren wir nach wie vor fasziniert von dem schönen Bergpanorama dieser Region. Es wird nie langweilig. Und ein weiteres Highlight liegt schon wieder vor uns. Der Akbaital-Pass ist mit 4655 Metern der höchste Pass des Pamir Highway und für uns der höchste Pass der Reise. Außerdem ist er der zweithöchste Pass der Welt. Was war für euch bisher der höchste Pass? Dort oben kommen wir ziemlich erschöpft nach einem langen Offroad-Tag an und nicht nur wir haben mit Sauerstoffmangel zu kämpfen. Auch unsere Huskies kämpfen sich tapfer hoch. Hier lernen wir Stefan aus der Schweiz kennen. Er ist nun das vierte Mitglied in unserer Truppe. Andere Motorradfahrer aus Deutschland und Niederlande waren auch schon da. Aber bitten wir doch Stefan selbst, sich kurz vorzustellen. Hallo, ich bin der Stefan und bin im Mai von Graubünden in der Schweiz aus gestartet. Nachdem ich eine Reisepause in Osch für eine Woche eingelegt habe, bin ich die letzten zwei Tage alleine über Saritasch und die naheliegende Grenze zu Tadschikistan gefahren. Als ich auf dem Akbaital-Pass eine Pause eingelegt habe, traf ich auf drei Biker, die aus Murgab kamen. Etwas später kamen dann nochmals drei Biker aus der Richtung, aus der ich gekommen bin, und da mir die drei auf Anhieb sympathisch waren, haben wir beschlossen, gemeinsam ein Stück weiterzufahren. Was wir in den nächsten Tagen Tolles erlebt und wen wir sonst noch getroffen haben, erzählt euch Susi und Samuel. Weil wir jetzt zu viert sind und vielleicht einige von euch keinen Überblick mehr haben, schauen wir mal, wer noch in diesem Video mitfährt. Ich bin Samu, meine Freundin Susi, Oliver, mit dem wir das Bad angefahren sind, und Stefan, der ab heute ebenfalls mit uns mitfährt.
Bei Stefan und Oliver scheint der Sauerstoffmangel nicht so ausgeprägt zu sein. Sie unterhalten sich seelenruhig dort oben. Wir müssen runterfahren, uns ist das zu anstrengend. Und die beiden kommen auch bald nach. Wir fliegen über den Pamir Highway, weichen den Schlaglöchern aus und filmen wie immer fleißig. Die trockene Berglandschaft bei über 4000 Meter war in der Abendsonne einzigartig. Von der Passhöhe rollen wir langsam immer weiter nach unten. Das war von Vorteil, weil unsere Reservelampen waren schon an und wir sind so spritsparend wie möglich gefahren. Durchgeschüttelt, verschwitzt und voller Staub kommen wir am Abend in Mulgab, unserem Tagesziel, an. Ich habe das Guesthaus Erali ausgesucht, wo wir freundlich empfangen werden. Die kirgisische Familie gibt sich große Mühe, dass wir uns dort wohlfühlen. Top-Dusche, Toilette, leckere Mahlzeiten, WLAN und sogar einen Preisnachlass haben wir bekommen. Obwohl wir uns Sorgen gemacht haben, ob wir so hoch noch schlafen können, geht es eigentlich. Nach einer ersehnten warmen Dusche und leckerem Essen schlafen wir wie Babys. Mulgab ist die zweitgrößte Stadt in Pamir, aber wirklich nicht sonderlich groß. Dafür auf 3600 Metern und das merkt man bei jedem Spaziergang. Am nächsten Morgen müssen wir unsere Vorräte aufstocken. Dafür gehen wir zum berühmten Containermarkt in Mulgab. Jeder Container bietet etwas anderes und wir werden gekonnt zu allem, was wir brauchen, gelotst. Dann müssen wir noch tanken, wobei Stefans Benzin- bzw. Lackfilter zum Einsatz kommen. Nur das Beste für unsere Motorräder. Mit voll bepackten Motorrädern machen wir uns weiter auf den Weg auf den berühmten Pamir Highway. Oh, 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 oh
سازم از غمی ایش ندیدم یک دلیشم از غمی Kurz nach der Ausfahrt aus der Stadt ist wieder mal ein Checkpoint. Aber wie gesagt, die machen keinen Stress. Man wird nur in ihr Heft eingetragen. Dort lernen wir Olga, eine polnische Motorradfahrerin, kennen, die alleine diese Region in nur 4 Wochen bereist. Sie ist, genau wie Oliver, mit einer BMW-Motorrad unterwegs. Eigentlich wird empfohlen, den Pamir Highway von Westen, also von Dushanbe, nach Osten Richtung Osch zu fahren, da der Anstieg relativ konstant ist und man so der Höhenkrankheit vorbeugen kann. Ein Großteil des Pamir Highways oder Pamirski Trakt auf Russisch liegt immer auf über 3500 Meter und bietet atemberaubende Blicke auf Bergpanorama. Nur kann man das nicht immer genießen. Obwohl es die wichtigste Straße des Landes ist, zwingt ihr Zustand zu erhöhter Aufmerksamkeit. Man muss Schlaglöcher ausweichen, den LKW Platz lassen und in Schlamm die Richtung halten. Die Straße setzt auch den lokalen Fahrzeugen ziemlich zu und Oliver versucht zu helfen. Eigentlich ist der Name Highway schon etwas übertrieben, aber was soll's. Bald wird diese Straße 100 Jahre alt. Sie wurde 1932 fertiggestellt. Aber schon viel früher wurde hier über die Seidenstraße Waren, Wissen und Kultur zwischen Ost und West transportiert und bereicherten beide Seiten. Der Name Pamir leitet sich von Poje Meer ab, wie das Gebirge vor hunderten von Jahren schon genannt wurde. Das heißt Fuß der Sonne oder Dach der Welt. Beeindruckend, oder? Wusstet ihr das schon? Andere Quellen sagen, dass Pamir aus dem Türkischen kommt und kalte Steppenweide bedeutet. Also die anderen Übersetzungen gefallen mir da schon besser. Ab und zu treffen wir auch andere Reisende. Man hält kurz an und unterhält sich. Olga verabschiedete sich von uns. Sie musste nämlich weiterfahren und wir waren zu langsam für sie. Nach einiger Zeit gab es die obligatorische Kaffeepause. Ziemlich nah an der Straße, aber ganz nah an der Natur. Stefan hielt Ausschau mit seinem Fernglas nach Murmeltieren. Authentischer Schweizer halt. Zur Abwechslung tauschten wir die Motorräder, aber eben nur kurz. Keiner war von den anderen Motorrad wirklich begeistert, aber wir hatten zumindest Spaß. Wir hatten dann einen Zwischenstopp in Alichur, weil wir Bier kaufen wollen. Es gab zwar kein Bier, aber man kann hier Jagdtouren machen. Yaks liefern Wolle, Milch und reichlich Fleisch. So ein Tier kann schon mal 500 Kilo wiegen. Gut gestärkt konnten wir jetzt die Offroad-Passage zum Bulunkul in Angriff nehmen. Kam sur kam sur e moderonle to zaton
تازه گلوم لده تلور مادران روشنی گر هر دگم استور مادرانه تازه تازه گلوم لده تلور مادران روشنی گر هر دگم استور مادرانه تازه تازه گلوم لده تلور مادران دلان سوره کبوتی رهله فرحت به دلی تو بجاور گلنا Wir kamen nur langsam voran, denn wir hatten Orientierungsschwierigkeiten. Die GPS-Karten stimmen nicht überein und die Fahrspuren, die man sieht, gehen in alle Himmelsrichtungen. Außerdem machen wir viele Pausen, unterhielten uns lange und machten viele Bilder. Und schlagen unser Lager auf. Es sah ziemlich nach Gewitter aus, aber wir hatten großes Glück. Wir konnten im Trockenen kochen und essen. Das Highlight war dann unser erstes Live-Konzert von Stefan. Mit seinem motorradtauglichen E-Gitarre-Prototypen und einem Verstärker gab es beste Musik in unserem Camp. Vielen Dank für den unvergesslichen Abend. Die Nacht war dann doch etwas kälter und nasser als erwartet. Es konnte man auch deutlich an den Bergen sehen.
Die Schneegrenze ist um einiges nach unten gekommen. Na dann mal schnell packen, Kaffee trinken und losfahren. Ein paar Flocken haben es sogar bisher runter geschafft. Weiter geht's im Slalom durch riesige Pfützen, links und rechts vorbei an den LKWs, die vor sich hinkriechen. Stefan ist so nett und teilt mit einem Fahrer seine Zigaretten. Etwas weiter unten, wo die Temperaturen wieder angenehmer waren, weil die Sonne rausgekommen ist, machten wir unsere Kaffeepause. Und naja, weil sie so lange gedauert hat, die Mittagspause gleich mit. Neben Stefans musikalischer Begabung ist er auch leidenschaftlicher Koch. Also gibt es heute die besten Spaghetti, die wir unterwegs hatten. I'm
Auch hier war es so. Abseits des Highways haben wir keine anderen Motorradfahrer getroffen. Aber wieder dort angekommen, haben wir wieder ein paar andere Reisende gesehen. Vor allem die Fahrradfahrer, die dort unterwegs sind, bewundern wir sehr. Sie müssen echt viel Kondition haben. Respekt. Wir alle genießen die Fahrt sehr, die Stimmung ist locker und jeder fährt, wie er Lust hat. So können wir uns besser gegenseitig filmen und jeder kann in seinem Tempo fahren. Immer wieder treffen wir andere Reisende. Am Nachmittag war dann unsere Tagesziel in Sicht. Wir wollten eine Pause einlegen, um unsere Motorrad-Importpapiere zu verlängern und vor dem Wakantal einzukaufen. In Korog mischt sich Tradition mit Moderne. Das merkt man bei der Kleidung, aber auch bei der Küche. Neben traditionellen Teehäusern gibt es auch sehr westlich angehauchte Restaurants. Außerdem ist Korog die Hauptstadt und die einzige echte Stadt von Jibao, also Berg Badakhshan. Das ist die Region, für die man in Tadschikistan ein extra Permit braucht. Jibao bedeckt mehr als 50% der Fläche Tadschikistans und wir sind immer noch in diesem Gebiet. Manchmal träume ich schwer und dann denke ich, es wäre Zeit zu bleiben und nun was ganz anderes zu tun. So vergeht Jahr um Jahr und es ist mir nichts klar, dass nichts bleibt, dass nichts bleibt. Im nächsten Video fahren wir von Korog nach Osten in das Wakantal. Das ist eine der beliebtesten Strecken in Tadschikistan. Die ganze Strecke führt entlang der afghanischen Grenze, sodass man oft drüben Afghanen beobachten kann. Nur der Panj-Fluss trennt diese Länder. Wie immer erwartet euch sagenhafte Landschaft, abenteuerliche Straßen und sogar ein weiteres Konzert von Stefan im nächsten Video. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns über ein Like oder ein Abo. Manchmal träume ich schwer und dann denke ich, es wäre Zeit zu bleiben und was ganz anderes zu tun. So vergeht Jahr um Jahr und es ist mir nicht klar, dass nichts bleibt, dass nichts bleibt, wie es war. Dass nichts bleibt, dass nichts bleibt.